Jo Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es ein Video über etwas, über was wir schon lange nicht mehr geredet haben. Und zwar SM fucking 2. Und es wird gesagt, ist richtig weit mittlerweile, wirklich richtig weit. Dieses Jahr, ich habe ja gesagt, Ende dieses Jahr oder nächstes Jahr kommt das COD endlich mal raus, beziehungsweise kommt SM2 endlich raus. Und eigentlich wollte ich heute ein Black Ops 1 Video machen, aber ich habe gesehen, es gibt ein All Weapons Showcase in SM2, 42 Minuten lang. Und ich würde sagen, ohne lang zu reden, gehen wir einfach mal rein und checken ein paar neue Waffen ab und gucken uns einfach die freshesten Waffen an, Digga. Though this is the finalized weapon list, the weapons themselves are not all completely done. We'll see weapons with missing inspect animations, placeholder sounds or other miscellaneous issues. Not every weapon has gone through balancing either. What you can see in terms of recoil or gameplay can change. Also, hier steht einfach für all die, die kein Englisch können, Waffen sind noch nicht fertig, an denen wird noch gearbeitet. Manche Sounds sind gleich und der Recoil und alles wird noch gebalanced, geändert. Und ja, es ist viel einfach Platzhalter. Aber vom Ding her sollte es ja gleich sein, deswegen checken wir die Waffen ab und wir können perfekt sehen, wie das Game aussieht. Und, oh mein Gott, Digga, wir gehen direkt mit einer der legendärsten Waffen rein. Die ACR aus, ihr wisst es alle, MW2. Und wir gehen direkt rüber zur AK. Aber erstmal reden wir ein bisschen über die ACR. Weil das ist ja eine der geilsten Waffen auf der Map Quarry. Aber auf jeden Fall aus MW2. Ey, die AK sieht auch fresh aus. Geben wir einfach mal ein bisschen durch. Boah, die AUG. Auch sehr krass und sieht auch geil aus. Shit, Ball 27. Bro, die sieht richtig original aus, wie aus AW. Natürlich eine der geilsten AW-Waffen. Was gibt hier alles? Farmers ist drin, Digga. Die Farmers sieht auch heftig aus, war aber nicht so eine wirklich Lieblingswaffe. Ich will wirklich euch die Knaller zeigen. Ich habe selbst nur bis die ersten 4 Minuten durchgeguckt. Sogar die Honey Badger ist drin. Mit dem originalen Look und einem Schalldämpfer drauf. Also richtig geil, Honey Badger, eine der geilsten Waffen aus Ghost. Ihr wisst, worauf ich warte. Ich warte auf die Black Ops 2 Waffen. Ist es die Maddox? Oha, sogar die Maddox. Die hat aber auf jeden Fall andere Sounds. Ist klar, dass die Waffen alle andere Sounds haben werden. Rampart 17 können wir skippen aus BO4. Ich will eher die Scar sehen, Jungs. Die Scar ist das Wahre hier. Boah, das ist die FAL, ne? Aus MW2 sogar. Nicht die FAL aus BO2, welche ich sogar geiler fand. Mein Bruder wird mich killen für die Aussage. Aber die FAL aus MW2. Oh, das muss die M16 sein. Und hier oben stehen immer richtig geile Sachen noch, was die Probleme hatten oder was da nicht genau geht. Das heißt, SM2 updatet alles. Wenn ihr auf jeden Fall im Detail alles wissen wollt, guckt euch das Video an. Unten in der Videobeschreibung verlinkt. Ey, ich fühle es aber gerade einfach richtig, dass die schon so weit sind. Guckt euch an, wie geil die Map im Hintergrund ist. Quarry, wie gut die das nachgemacht haben. Mit einem richtig geilen Sound und auch noch MW2-Sound im Hintergrund. Boah, Digga. M8 aus BO2 mit, oh shit, mit sogar dem originalen Nachladesound. Habt ihr es gehört? Der Schusssound ist auf jeden Fall anders. Der Look ist gleich. Schusssound ist anders, aber der Nachladesound, der war gleich. Hör zu. Der war richtig gleich. Richtig geil. Ach, Shiva, Digga, größte Waffe aus BO3. Immer ein Gun Game abgekackt, wenn die gekommen ist. Und die hat natürlich so einen richtig ähnlichen Sound noch. Die SWAT, Digga, aus BO2 und der Typ aus MW3, glaube ich. Ich habe die nie so richtig gespielt, aber ich glaube sogar, es war wirklich MW3. Was ist das für eine Waffe? Noch nie gesehen, noch nie gehört, gefühlt. AK-74U. Und das ist sogar die Black Ops 3 DLC Edition. Das sieht man an dieser Schrift da unten. Ja, hier steht es auch immer. BO3. SM1, krasse Waffe, aber nicht so meins. Ihr wisst, AW, die Stars. AW war wirklich nur die Ball und die KFC krass. Es war, MP7. Und sie haben natürlich die beste MP7 genommen, die MW3 MP7. Unschlagbare, Digga, MSMC. Bruder, leider nicht der Original-Sound. Und auch nicht der originale Nachladesound. Aber der Look ist gleich. Und das ist die beste SMG, die es jemals gab, die jemals gemacht wurde. Und sie sieht einfach sowas von geil aus. P90, Digga. Gab's in MW3, glaube ich. Aber die sah da auf jeden Fall anders aus. Ich will mehr Black Ops 2 Waffen sehen, Jungs. Peacekeeper. Mit anderem Sound, aber ist auf jeden Fall eine BO2 Variante. Gib mir mal mehr durch. Pharao aus BO3, richtig geil. PPSH, Legendenwaffe, ihr wisst es alle. Oh, sogar die Saug ist drin. Okay, das wusste ich sogar nicht mal. Alle anderen Waffen war so,
Okay, hätte ich ahnen können, dass die drin sind. Aber Saug? Bruder, krass, weil Saug soll ja wie MSMC und so sein. Digga, die Saug, richtig geile Waffe. Da werden sich ein paar abfacken, wenn die wieder genauso OP ist wie in MW2. Aber die UMP ist auf jeden Fall drin. Legendenwaffe, die UMP. Und ich sehe schon im Ding, es ist die VMP. Oh mein Gott. Mit einem komplett anderen Sound. Aber Sound kann ja noch überarbeitet. Ladesound ist gleich. Kann überarbeitet werden, aber VMP nach MSMC eine der geilsten MPs, die jemals gemacht wurden mit MP7 und so. Ey, wo ist die SKH, Mann? Wo ist die AN? Boah, die DSR aus BO2, Digga. Und die beste Sniper, die es jemals gab. Die Intervention. Bitte hat sie den gleichen Sound. Oh, und es ist so, sie hat auch noch den gleichen Sound, Digga. Ich kann's nicht glauben. Geil, Digga. Das wird so ein geiles Spiel. Ich bin so gehypt. Das ist unglaublich. Oh, sogar die Paladin ist drin aus BO4. Krass, hätte ich nicht gedacht. Es ist wirklich so, wie als hätten die wirklich jede geile Waffe einfach übernommen, Digga. Ich will Respekt an dieses Entwicklerteam. Schreibt auf jeden Fall in die Kommentare, wie ihr das Ganze findet, Digga. Und hier, ich sehe schon die Pfeffergun Executioner aus BO2, Digga. Legendenwaffe, aber immer abgekackt bei der Waffe in Gun Game. Der Sound ist sogar ziemlich ähnlich. Und der Nachladesound ist aber gleich. Krass. Dann die ganzen Pistols natürlich. Legenden-Style. Digga. Ich warte hier auf eine spezielle Kap 40 oder FMG. Wo ist FMG, Digga? Hier. FMG 9 damals. Akimbo in MW3. Junge, Junge, Junge. Was ein. Oh mein Gott. Digga. Krank, krank, krank. Hier. Kap 40. Die. Eine der besten mit der B32R Waffen. Grüße an Master Scorpion, der 1 vor Triple gestorben ist wegen dieser. Boah, ich bin so gehypt, wenn ich SM2 sehe. Das ist einfach besser als alles. Boah, Mac 11, Digga. Das ist einfach alles, was Activision braucht. Die machen es nicht. Und hier, dieses Entwicklerstudio macht es einfach. Die machen es einfach, Digga. Digga, die Shotgun-Sektion will ich mir jetzt nicht so reinziehen, Digga. Da freue ich mich gar nicht, wenn die Spaß zu haben. Raketenwerfer natürlich auch. Oder Noob-Tubes müssen ja auch drin sein. Oh mein Gott, Digga. Wie kann es sein, dass ich jetzt die Ding ANs und so geskippt habe, Bruder? Kann doch nicht sein. Hier ist die direkt am Anfang die AN. Aber die BO3-Version, verstehe nicht, warum die BO3-Version schreiben, weil in der BO3-Version war das Scope so richtig ekelhaft. Für die, die es wissen, so abgecuttet. Hier ist es richtig geil gemacht und die AN sieht einfach köstlich aus. Leider komplett andere Animation, komplett andere Sound, komplett andere alles. Aber kann ja noch kommen. Aber AN muss sein, auf jeden Fall. Ich warte noch auf mein Schätzchen, die SKH. Und dann können wir auch für heute das Video beenden. Oh, Galil. Die Galil darf natürlich auch nicht fehlen. Was eine wunderschöne Waffe. Die haben auch hier das BO3-Modell genommen, was ich nicht ganz verstehen kann, aber sieht eh immer in jedem Game gleich aus. Richtig geile Waffe, unglaublich geile Waffe, Digga. Jeder weiß es, was das für eine King-Waffe war in BO1. Also ich habe Angst, dass die gar keine Scar gemacht haben, sondern einfach die Rampart die Scar. Aber ich kann es nicht glauben, wenn die das wirklich so gemacht haben. Natürlich durfte sie nicht fehlen. Die MP5, auch mit einer der geilsten MPs, ohne Frage. Jungs, leider habe ich das Gefühl, dass die SKH einfach die Rampart ist. Ey, im nächsten Video sage ich euch auf jeden Fall Bescheid, ob es so ist. Ich werde mich so lange erkundigen, ein bisschen im Discord wieder mit denen schreiben. Ob wirklich keine BO2, MW2 SKH reinkommt, ich sage euch auf jeden Fall Bescheid. Dann hoffe ich, das Video hat euch auf jeden Fall gefallen, Digga. Ich bin so gehypt auf SM2. Schreibt ihr, wie gehypt ihr seid, in die Kommentare. Ich habe so Bock, das Game endlich mal zu spielen. Wenn ihr Bock habt, lasst auf jeden Fall ein Like da. Dann würde ich sagen, danke fürs Zusehen. Nächste Woche gibt es dann wieder ein normales Video wahrscheinlich. Ich habe heute einfach gedacht, es ist wichtiger, SM2 ein bisschen zu zeigen, euch wieder Bock drauf zu machen, weil vielleicht steht ja bald der Release an, wir wissen es nicht. Dann würde ich sagen, danke Leute, lasst ein Like da, abonniert meinen Kanal, drückt auf die Glocke und kommentiert für den Algorithmus und guckt immer bis zum Ende. Und dann würde ich sagen, haut rein Leute, bis zum nächsten Mal und ciao.